Leider haben mir Frank und Gisela ganz, ganz kurzfristig abgesagt. Und ich habe dann Natalia angerufen und gefragt, ob ich mich ihnen anschließen darf. Es war richtig nett mit Natalia und ihrem Mann. Zuckersüßen Mund, find ich in einem Comic-Heft wieder. Die Begrüßung durch unseren Bürgermeister am Eingang war ja wieder sehr herzlich mit einer tollen Umarmung. Er hat ja jeden Besucher ganz persönlich begrüßt. Ob er alle Gäste kennt, kann er kaum sein. Was Persönliches bei der Einladung mit dabei und das Handgeben und das Willkommen sagen, das finde ich ist mit einem Handschlag das Schönste, was man den Ehrenamtlern gegenüber entgegenbringen kann und nicht nur von der Bühne ein Hallo zu schmettern. Frau Bormann, wer oder was hat Sie in diesem Jahr besonders beeindruckt, hier in dieser Stadt in Beelitz? Also da muss ich gar nicht lange überlegen, es sind auf jeden Fall die Menschen. Wir haben, also was ich so erlebt habe, ist der Zusammenhalt wahnsinnig groß. Wenn wir Probleme oder Sorgen oder Nöte haben, ist immer jemand zur Stelle. Spargelfest auf der anderen Seite, da hat man dann schon so viele Auftritte gehabt, dass man loslassen konnte, einfach mitfeiern konnte, Spaß haben, die Leute kennenlernen. Das müsst ihr jetzt über euch ergehen lassen, weil wir sind nämlich stolz, dass ganz, ganz viele heute gekommen sind. Und ein paar müssen einfach begrüßen. Das gehört sich so, weil es gibt ja so einen ganz kleinen offiziellen Teil. Das ist der sich jetzt hier gerade abspielt. Und deshalb fangen wir mal an. Es ist eine ganz liebe Kollegin von mir da aus einer Nachbarkommune, gehört zum Mittelzentrum. Kerstin Hoppe, die Bürgermeisterin. Auch Herr Kappert ist da, Herr Weigt ist da und auch der Herr Ahlfeld vom Ordnungsamt, nebenbei ja auch noch Vorsitzender des Sportvereins. Es sind ganz wichtig viele Mitarbeiter aus der Verwaltung da. Ohne die Verwaltung wäre ein Bürgermeister. Frau und Herr Pahl waren auch wieder da und haben mich begrüßt. Sei ein braves Mädel und hör mich, was ich dir jetzt sag. Herr Fuhrmann und seine Mitarbeiterin ganz kurz vor meiner Linse. Hier wartet die Moderatorin Marina Ringel darauf, dass der Bürgermeister die Überraschungsmusik ankündigt. Und ich stehe auf der anderen Seite und warte auch. Und plötzlich greift mir doch einer von hinten in meine Fettröllchen. Also Herr Knut, ich habe mich aber ganz schön und doll erschrocken. Jetzt Millionen Lichter, wie hier in Beelitz. Ja, schön, 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 die ganzen Menschen noch zu sehen. Hatten Sie Stress oder konnten Sie das Sommerfest jetzt auch genießen, Herr Knut? Ich hatte keinen Stress. Der Gastgeber ist ja immer ein bisschen im Stress. Ne? Ist egal, ob man zu Hause eine Party macht oder mit einem Gartenverein. Man guckt ja immer, dass es allen gefällt. Ja, genau. Man ist getrieben davon, dass es ein Erfolg wird, dass alle Spaß haben, dass alle zufrieden sind. Aber ich glaube, das funktioniert und ich glaube, ihr habt Spaß und Freude heute Abend, oder? Das klingt gut, das hört sich gut an. Und ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt, es gibt heute eine besondere Überraschung und dazu gehört eine Geschichte. Heute früh hatte irgendjemand eine Idee. Ja, heute früh bin ich in den Kulturtourismusbereich gekommen und da habe ich gehört, dass die Kameraden von der Feuerwehr gesagt haben, es spielt heute Abend nur eine Band. Beim letzten Mal waren es doch zwei Künstler, die auf der Bühne standen. Ist die Stadt etwa pleite? Na, der Kämmerer ist weg, ja. Also, aber Chef, ein bisschen was Lustiges muss ja noch kommen. Und da haben wir heute früh in Berlin nachgefragt bei zwei Herren, die alle kennen, die wirklich alle kennen. Sie haben 1978... Einen ganz großen Hit gehabt, der war drei Monate lang auf Platz 1 in der Hitparade bei Dieter Thomas Heck. Und sie haben 800.000 verkaufte Schallplatten mit diesem Hit erreicht. So. Heute sind Sie hier in Beelitz. Ja, ganz kurzfristig und ich bin Ihnen unwahrscheinlich dankbar, dass Sie so kurzfristig zugesagt haben und hierher gekommen sind und jetzt nochmal für richtig Stimmung sorgen werden.
Ja, die beiden kennt jeder. Soll ich? Was? Soll ich sagen? Nein, wir wollen ja singen beide. Ach, wir wollen singen? Wir beide singen. Dann sind die Gäste alle weg, wenn ich singe. Wir beide singen jetzt. Belitzer Nächte sind lang. So, und jetzt wisst ihr alle, wer hier gleich auf der Bühne performen wird. Genau. Kreuzberger Nächte sind lang. Hier sind die Gebrüder Bletschus. Und viel Spaß. Der fängt da hinten an, wird hier in der Mitte zum Tosen und läppert da aus. Könnt ihr mal anfangen zu klatschen da hinten? So, und langsam nach meinem Arm hier vorbehalten. So, ja. Ja. Mir ist aufgefallen, dass die Catering-Stände doch sehr um umweltfreundliche Darbietung ihrer Speisen bemüht waren. So gab es zum Beispiel diese kleinen Holzgäbelchen. Die Salate wurden teilweise in Glasbehältern ausgegeben und ja, fand ich ganz gut. Nur wenn nachher alles doch in einen Müllbeutel kommt, ja, keine Ahnung, dann hat es ja auch weniger Sinn. Thank you.